Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift 2 Unleashed. Wir fangen heute mit der FIA GT3 an. Einfach aus dem Grund, weil ich es jetzt nicht mehr schaffe, ein Ausdauerrennen zu schneiden, zwei Stück. Wir haben es nämlich schon 14 Uhr und um 15 Uhr soll der Part kommen. Allerdings habe ich bis eben gerade noch keine Resonanz gekriegt zum Schnittstil. Kriege ich gerade die Resonanz. Passt gerade sehr schlecht. Deshalb fahren wir jetzt mal FIA GT3 Rennen. Willkommen zur FIA GT3. Ich bin Patrick Söderlund. Ich bin Autofan, seit ich 5 bin. Ich fahre ein BMW Z4 GT3 für das Team Need for Speed. GT3-Wagen sind echte Rennautos, nur knapp unter dem Level der GT1-Wagen. Die Konkurrenz ist hart. Du musst beweisen, wie gut du bist und das auf den härtesten Strecken. Zum Beispiel Silverstone. Der Maggots-Baggots-Komplex ist eine der schwierigsten Kurvenkombinationen überhaupt. Erreiche Top-Ergebnisse in der GT3 und empfiehl dich für einen Platz in der GT1. Ach ja, und wer FIA GT3-Champion wird, bekommt meinen Z4 dazu. Er ist sehr schnell und sehr intensiv. Top! Es kann losgehen. Let's go. Bauen wir uns mal ein GT3-Fahrzeug, würde ich sagen. Hörst du dazu? Du hast es in die GT3 geschafft. Und die Wagen, gegen die du jetzt antrittst, sind jenseits von Gut und Böse. Genieß es, Mann. Ich habe keinen zugelassenen Wagen. Gehe zum Autohändler, um einen Wagen zu kaufen. Nice. Ja, wir können einen ganzen Arsch voll Wagen kaufen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir fahren wollen. Wir können keinen Z4 kaufen, scheinbar. Interessant. Bauen wir Porsche? Also nehmen wir Porsche, besser gesagt. Können natürlich auch so einen Ford, einen neueren Ford GT3 kaufen. Also ein Ford GT, GT3. Ich mache wieder Mucke an, ne? Also ein Audi ist natürlich auch cool. Aston Martin, weiß ich nicht, was ich davon halte. Kann natürlich auch so ein B6 fahren, also ein 6er BMW. Also eine Art M6 dürfte das sein, oder? Ha, komm, wir kaufen nochmal den Ford. Was kostet er eigentlich? 362. Boah, ist gutes Mittelmaß, würde ich sagen. Nehmen wir. Und mit dem nehmen wir auch teil. Machen wir, Bruder. Ich gehe mal davon aus, sequenziell oder über Schaltwippen. Okay, sequenziell. Alter. Starten wir mal direkt neu. Fühlen sich nicht so schnell an, die Karren hier. Ich glaube, können wir an dem Auto auch nichts mehr bauen oder so. Das Sauger oder sind das... Ich hätte jetzt gedacht, GT3 ist Sauger, oder? Hallo, ich wollte gar nicht so weit nehmen, die Strecke. Weil für einen Sauger drehen die auf jeden Fall nicht so hoch. Ich meine, 7 ist jetzt gerade für einen BMW nicht so hoch. Hochdrehzahlmotoren und so. Okay, Lenkung gefällt mir nicht gut. Eieiei, okay. Rennstrecke sind wir scheinbar noch nicht gefahren. Ja, muss sagen, das Auto ist bis jetzt echt langweilig im Gegensatz zu unserem schönen GTR. Gefühlt auf jeden Fall langsam.
Also im Gegensatz zu einem GTR logischerweise. Es fühlt sich auf jeden Fall wesentlich unspektakulärer an. Ich habe gerade mal gekriegt, dass der Schnitt hier so okay war, nur halt ein bisschen kurz, aber war ja auch nur... War ja auch legit ein bisschen kurz. War ja nur, weil ich nicht erst die Rennen so schneiden wollte, wie ich sie schneide, und dann herausfinden, ja, gefällt nicht. Das wäre ja kacke gewesen. Falls ihr mir ein GT3-Fahrzeug empfehlen könnt, tut dies gerne. Würde mich nämlich echt interessieren, ob ihr eins sehen wollt. Ein Porsche zum Beispiel oder den Aston Martin. Gott, die Kiste dreht echt nicht hoch, ey. Für meinen Geschmack zumindest jetzt nicht. Aber, naja. Gerade Sechster. Haben wir die anderen dicht vor uns, muss ich sagen. Schaltung gefällt mir nicht. Fünfter übrigens. Hat ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Oh shit. Im Endeffekt Vierter, wollte ich gerade sagen. Wirkt sehr träge, das Auto, muss ich zugeben. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht so träge, wie es wirkt. Ist wahrscheinlich in Wirklichkeit ziemlich zügig. Muss sagen, halt so sequenzielles Getriebe kannst du halt schlecht darstellen in der Simulation. Zum Fahren, also ich habe da halt keine Bedienung für, außer Schaltwippen. Über Schaltwippen geht's auch ganz gut. Oh scheiße, ist schon dritte Runde. Also wir müssen auf jeden Fall noch einen Platz gut machen. Ich glaube, der Trick hierbei ist nicht so viel schalten. Nicht so viel bremsen. Sondern vielmehr über Motorbremse machen. Und einfach rollen lassen. Also klar, hier muss man zwischendurch einfach mal bremsen. Kriegen wir nicht, oder? Ah, doch, nice. Jetzt fahre ich hier unten vielleicht nicht mehr Vollgas durch. Schön, auch die Kurve gekriegt. Scheiße, also Dritter ist nicht mehr drin, leider. Aber nah am Dritten dran, Vierter immerhin geworden. Dafür, dass ich am Anfang echt schlecht gefahren bin. Ach, wir fahren ja gar nicht den BMW, wir fahren den Ford, ne? Stimmt. Gar nicht, ich hab's gerade die ganze Zeit gedacht, wir fahren den BMW. Also den Alpina. Der actually BMW ist. Mit mehr Leistung. Gut. Dann fahren wir jetzt noch Donington Park GP. Da sind ein paar Sachen. Ne, warte, Donington Park GP haben wir gerade gefahren. Ach, weil wir nur Vierter geworden sind. Gut. Ich würde sagen, das verbessere ich einmal kurz mindestens auf den Dritten. Bis gleich. So, und damit sind wir wieder da. Haben es natürlich geschafft. Haben sogar die letzte Runde die schnellste gehabt. Die davor war 1,35, 199. Jetzt haben wir... Steht es hier irgendwo? Nein. Nein, okay, geil. Aber es müsste jetzt da stehen, oder? Nehme ich überhaupt auf? Ja. 1,35, 199 war vorher. Wir haben keine saubere Runde gefahren, warum auch immer nicht. Ich war relativ gute Runden gefahren, muss ich sagen. Gut, dann fahren wir jetzt Mazda Raceway Laguna Seca. Aber vorher, meine mal kurz was. So. Jetzt habe ich nämlich auch random Musik wieder an. Also, dass er nicht immer einfach weiterspielt. Wir fahren Mazda Raceway Laguna Seca. Mit zwei orangen Kreisen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie heißen. Okay, Mann, konzentrier dich auf die Lichter.
Wir sind eben übrigens auch deutlich besser gestartet, nämlich gleich auf, also haben uns gleich auf der 4 hochgefahren. Nee, wär's dann nämlich nicht abdrängst, Junge. Okay, du möchtest es wirklich wissen, der kleine M6. Ist für mich übrigens ein M6, egal ob es ein B6 ist oder nicht, wir starten mal neu. Ich habe herausgefunden, dass die Startdrehzahl so bei 3,5 liegen sollte. Und ich auf jeden Fall nicht den Vorderfahrenden reinfahren sollte. Okay, vielleicht auch so bei 4, nicht bei 3,5. Sah nur so nach 3,5 aus, weil der Tacho sonst okay, er dreht mich wieder raus, geil. Ist total geil, wenn einen die Leute rausdrängen. Alter Schwede. Dann fahren wir jetzt wohl mal hinterher. Und versuchen von hinten mal das Feld aufzuräumen. Ansonsten fahre ich halt einfach nochmal alleine. Alleine funktioniert eh besser, weil kein Blabla, ne? Also ein Spiel zu kommentieren, während man es spielt, ist halt echt schwer. Weil du dich halt nicht nur darauf konzentrierst, das Spiel zu spielen, sondern dich auch noch darauf konzentrierst, was solltest du sagen. Da kommt man oftmals hart durcheinander. Mit dem Bullshit, den man labert. Ach, shit. Seit wann gibt's die GT3? Seit wann gibt's die GT3 eigentlich? Würde mich mal interessieren, so. Also, die gibt's auch schon nicht so lange, oder? Ich hätte jetzt gesagt, das ist eine relativ neue Rennserie. So irgendwie seit 10, 15 Jahren? Hätte ich jetzt so gesagt. Die R8 sind übrigens ein bisschen langsamer im Sprint als wir. Deshalb holen wir die auf der Geraden auch, wenn es vorher um eine Kurve ging. Alter Schwede. Wir sind schon mal wieder Sechster, wir waren glaube ich Elfter oder so. Boah! Warum steht er da auf einmal fast? Junge, Junge, Junge. Parkt er da erstmal seine Karre? Wir fahren mal ein bisschen entspannter mit. Ohne jetzt unbedingt so weit vorne zu sein wie möglich. Natürlich zieht der Porsche da mittig durch. Ist, glaube ich, der gleiche Porsche, der mir eben auch so ein bisschen die Zeit gekostet hat hier. Auf der langen Geraden. Dann quasi das gleiche Bild wie eben gerade, nur dass wir jetzt ein ganzes Stück früher sind, nämlich eine ganze Runde früher. Der fährt einfach nicht durch. Meine Güte. Wie weit haben wir den Porsche jetzt hinter uns gelassen? Fast gar nicht, okay. So, jetzt haben wir den M6 nach vor uns. Der ist ja auch ein kleines Arschloch. Oh Gott, zieht der mir voll rein. Aber wir sind immerhin schon mal Zweiter. Wenn wir uns jetzt nicht ganz blöd anstellen, was ich nicht hätte sagen sollen. Dann sollten wir auch Zweiter bleiben. Meine Frage, natürlich wieder zu Formel 1. Wie ist das mit DRS? Also DRS ist ja hier dieses, dass der Spoiler irgendwie aufgeht. Ist das automatisch? Ich glaube, das hat mir mein Onkel auch schon beantwortet und Niki wahrscheinlich auch schon mal, aber muss der Fahrer dafür einen Knopf drücken? Oder also muss der Fahrer das ansteuern oder wird das dann automatisch gemacht? Ich glaube, dann verjagst du dich als Fahrer auch erstmal ganz schön. Dass du so viel schneller wirst. Oder blinkt da eine grüne Lampe oder. Ich habe halt gar keine Ahnung. Vielleicht weiß das ja jemand in den Kommentaren. Aktuell muss ich sagen, wird Shift 2 echt gut angenommen, also gut geschaut.
Freut mich natürlich sehr. Die Parts haben alle für mich relativ hohe Klickzahlen. Von daher freut mich das natürlich, wenn ihr zuschaut. Daher jetzt nochmal was ich echt ungerne eigentlich sage. Wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, tut das doch. Ach Gott, ich hasse mich dafür immer. Natürlich nur, wenn ihr das wollt und fühlt euch auf keinen Fall zu irgendwas gezogen. Aber dann verpasst ihr halt die Parts nicht mehr. Eigentlich sollte jeden Tag einer kommen. Ansonsten mache ich auch aktuell nicht viele Projekte. Call of Duty läuft morgen an. Und ansonsten kommt ja eigentlich nichts außer Shift und Call of Duty. Zwischendurch noch ein Multiplayer-Projekt. Kann natürlich verstehen, wenn man nur für Shift da ist und nur Shift schauen will. Kann ja die Playlist empfehlen. Wo einfach alle Shift-Parts drin sind, also alle Shift 2-Parts. Shift 1 haben wir auch auf dem Kanal schon gespielt, also wenn ihr das sehen wollt, einfach mal auf die Playlist gehen. Ich mache ja keine Endcards und sowas, weil ich das meistens selber störend finde. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, also Freddys Meinung kenne ich. Aber ansonsten weiß ich ja nicht, ob euch freuen würde, wenn ich Endcards verwenden würde. Ich benutze sie halt privat gar nicht. Ich benutze halt, wenn ich privat irgendwas schaue, Playlists oder Autoplay. Und Autoplay funktioniert bei kleineren YouTubern nicht so übermäßig gut, weil danach einfach irgendein Video kommt meistens. Also außer ein bisschen in der Playlist, da ist ja auch Autoplay. Von daher könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und wie ich auf die mit dem Abonnieren komme, ich sehe halt immer wieder in den Analysen, dass 60-70% von den Leuten, die zuschauen, und von denen halt auch viele einfach nur Shift schauen, oder von denen viele bei Shift sind, keine Abonnenten sind. Und da denke ich mir halt so, könnt ihr machen. Also wie gesagt, ne, wenn ihr keinen Bock darauf habt, seid ihr das halt nicht. Aber ist halt einfacher, dann kein Video mehr zu verpassen. Ich kenne das selber, ich habe auch Kanäle, die ich regelmäßig gucke, die ich nicht abonniert habe, weil die einfach so viel Content machen, der mich nicht interessiert. Aber ich mache ja jetzt aktuell im Prinzip nur Shift gerade und ab morgen dann Call of Duty wieder. Was ich auch mal interessant fände, wie seht ihr das mit der Abo-Box? Also ganz viele YouTuber sagen ja immer, ey, aktiviert die Glocke, sonst kriegt ihr die Hälfte nicht mit. Ich habe das gar nicht. Also, ich krieg jedes Video angezeigt. Ohne Glocke. Ich habe nirgendwo die Glocke aktiviert, ich krieg trotzdem jedes Video angezeigt. Ohne Probleme. Habt ihr da Probleme mit? Also kriegt ihr die teilweise nicht angezeigt, oder? Wie ist es bei euch? 17 Minuten? Ich glaube, wir fangen kein weiteres Rennen an. Ich glaube, es wird heute einfach mal ein kürzerer Part. Zwei Rennen. Wenn ihr anderes GT3 Auto sehen wollt, habt damit in die Kommentare. Dann fahren wir vielleicht nochmal ein anderes. Was mich jetzt gerade interessieren würde, kann man die tunen. Da ist er. Kann man den tunen? Na, also ja, tunen, aber nicht upgraden. Okay. GT3 Auto ist nicht upgradebar. Und dann habe ich eine Frage. Oh, den habe ich auch echt Bock, den müssen wir auch mal fahren. Kostet auch einfach nichts, cool. Ja, okay. Es gibt keinen Z4 GT3. Scheinbar nur den von ihm. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal gibt es dann die Ausdauerrennen, die beiden anderen. Achso, warte mal, es waren noch richtig viele. Oh, okay. Das sind noch 4. Schauen wir mal, wie viel ich davon in einen Part mache. 2 auf jeden Fall, vielleicht auch 4. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.